Hallo und willkommen zu einem weiteren Age of Empires 2 Video. Heute widme ich mir ein Thema, das schon ein paar Mal in den Kommentaren erwünscht wurde, nämlich den Mods und Spieleinstellungen, die ich verwende. Ich möchte also einfach nur mal zeigen, wie ich mir das Spiel konfiguriert habe, damit ihr, falls ihr einige dieser Sachen übernehmen wollt, euch das eben so abschauen könnt. Und dazu muss ich natürlich zuerst mal zeigen, wo man das Ganze findet. Ist eigentlich relativ einfach. Wenn ihr im Hauptmenü des Spiels der Definitive Edition seid, findet ihr ganz oben rechts dieses kleine gelbe Zahnrad. Da müsst ihr draufklicken. Da habt ihr dann eben die Option, zu den Optionen oder den Mods zu gehen. Beides schaue ich mir jetzt hier in diesem Video an und erkläre euch, was ich da eingestellt habe und warum ich das eingestellt habe. Wir fangen mal bei den Optionen hier an. Ihr könnt euch das Video natürlich pausieren, wenn ihr quasi ganz genau die gleichen Einstellungen haben wollt. Ich werde nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, weil einige Sachen natürlich auch extrem irrelevant sind für die meisten Situationen, aber auf alles, was ich jetzt als wichtig erachte, werde ich hier natürlich eingehen. Zum einen hier, also das sind die Schrifttypen, denke ich mal, das ist einfach nur Geschmackssache. Die beiden Punkte hier würde ich aber in jedem Fall einschalten, Maus an Fenster heften. Das bedeutet einfach, dass wenn ihr mehrere Bildschirme habt zum Beispiel oder euer Spiel nicht im Vollbildmodus ist, dass ihr mit der Maus immer im Spiel bleibt und nicht irgendwie, also wenn ich jetzt hier an den Rand gehe, dass ich da nicht in meinen zweiten Bildschirm reinrutsche. Zwei Tastenmaus, ganz einfach, wenn man das nicht eingeschaltet hat, dann sind links und rechts Klink gleich und das reduziert einfach die Optionen, die ihr im Spiel habt. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wozu das gut sein sollte, also macht auf jeden Fall zwei Tastenmaus eingeschaltet. Ich weiß nicht, warum man sich das antun sollte, ehrlich gesagt, aber das würde ich auf jeden Fall lassen. Dann zu den Farben, da werden wir bei den Mods noch mal so ein bisschen zu sprechen kommen. Ich habe hier einfach quasi die Standardeinstellungen eingeschaltet. Bei den Farben der Gesundheitsleiste kann man auch einzigartig wählen. Das bedeutet dann, dass die Gesundheitsleisten eben die Farbe des jeweiligen Spielers haben. Wenn man auf klassisch hat, dann sind die so ein bisschen grünlich. Das sehen wir auch, wenn ich dann ins Spiel gleich mal reinspringe. Dass ich die auf klassisch habe, sind die einfach bei allen Spielern identisch. Wenn man sie auf einzigartig hat, hat halt der rote Spieler rote Lebensanzeige, der orange Spieler hat orange Lebensanzeige und so weiter. Das hat einen bestimmten Grund, warum ich das auf klassisch habe. Das hat auch gleich mit den Mods und zum gewissen Grad auch mit dem Farbenblendmodus zu tun, aber da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. In jedem Fall, das sind die Standardeinstellungen, die ich empfehlen könnte. Nehmt klassisch oder einzigartig, ist eigentlich völlig egal. Geschmackssache. Ebenfalls Geschmackssache ist natürlich auch das Gitternetz. Das ist einfach eine grafische Darstellung, die auf dem Spielfeld liegt, sehen wir auch gleich im Spiel nochmal. Denn das Spielfeld in Age of Empires ist in Kacheln eingeteilt, in kleine Quadrate. Das ist quasi die kleinste Bewegungs- oder Platzierungseinheit, die es auf der Karte gibt. Und die kann man sich darstellen lassen mit diesem Gitternetz, die kann man farblich sich einstellen. Ich habe sie hier auf 26% schwarz, das ist einfach relativ subtil, sodass es nicht so krass hervorsticht, aber immer noch sichtbar ist. Das ist einfach eine Vorliebe, die ich habe. Ich möchte es auch immer angezeigt haben, aber man kann das natürlich auch so einstellen, dass das nur unter bestimmten Umständen angezeigt wird. Dadurch kann man eben Abstände besser einschätzen, Reichweiten von Fernkampfeinheiten und so weiter und so fort. Ich finde, es ist eine sehr gute Angelegenheit, aber ist auch natürlich ein Effekt auf die Grafik, dass das Ganze ein bisschen weniger schön aussehen lässt. Von daher, ich würde sagen, einfach so niedrig wie möglich, aber und so viel wie nötig quasi. Und schwarz, finde ich, sieht man auf den meisten Karten besser als weiß. Das würde ich jetzt hier schwarz mal empfehlen. Die Skalierung, ehrlich gesagt, habe ich da nicht so viel mit rumprobiert. Ich bin irgendwann mal auf diesen Zahlen hier hängen geblieben. Aber da würde ich auch einfach gucken, was euch am ehesten liegt. Was haben wir hier noch am wichtigsten? Sicheres Löschen bin ich nicht so 100% sicher, ob ich das jetzt so lassen will oder nicht. Das habe ich schon ein paar Mal auch ausgeschaltet. Das ist einfach, wenn man Sachen wie Mauern oder halt mehrere Gebäude auf einmal oder auch wichtige Gebäude wie Dorfzentren oder Burgen ausgewählt hat, dass wenn man dann auf Löschen drückt, also auf die Entfernen-Taste, dass dann das Spiel einen fragt, ob man sicher ist, dass man das löschen will, damit das eben nicht aus Versehen passiert. Ich habe es mal eingeschaltet jetzt aktuell, aber so oft passiert mir das ehrlich gesagt nicht. Deshalb, ich weiß nicht, so wichtig finde ich es nicht, aber falls euch das mal passiert, lasst es einfach eingeschaltet. Zukünftige Elemente anzeigen habe ich ausgeschaltet. Das macht einfach, dass man zum Beispiel in der dunklen Zeit schon sehen kann, dass man ab der Feudalzeit dann die Schubkarre erforschen könnte im Dorfzentrum. Mir persönlich bringt das nicht so viel, weil ich weiß, welche Sachen ich erforschen kann und wann ich die erforschen kann. Aber wenn euch das hilft, schaltet das gerne ein. Ich persönlich finde es eher störend, aber das ist, denke ich, auf jeden Fall Geschmackssache. Die globale Warteschleifen-Objekte, das ist einfach das, was oben links angezeigt wird in der Produktion, einfach was was noch so ansteht, was gerade in Produktion ist. Zwei Reihen habe ich jetzt eingestellt, weil das einfach quasi das Maximum ist, aber so oft passiert es nicht, dass es wirklich in die zweite Reihe geht. Das ist auch Geschmackssache, kommt drauf an, wie oft ihr tatsächlich auf diese Warteschleife oben links dann schaut. Also
da würde ich sagen, gibt es kein richtig oder falsch. Kleiner Mauszeiger kann ich tatsächlich auch mal kurz vormachen, wenn ich das ausschalte, dann wird meine Maus groß, wie ihr seht. Ich finde die kleine Variante auf jeden Fall besser und übersichtlicher und denke, dass man damit ein bisschen präziser zugange ist. Aber auch da natürlich Geschmackssache. Der Technologiebaum-Vorschau ist ein relativ neues Feature. Das bedeutet einfach, dass ihr, wenn ihr im Spiel seid, oben rechts mit der Maus über das Symbol eurer Fraktion, eures Volkes gehen könnt. Also ohne dazu klicken, einfach nur drauf gehen. Und dann wird euch der Technologiebaum in einer Kurzfassung quasi angezeigt, damit ihr gucken könnt, was für Technologien und Einheiten euch zur Verfügung stehen. Ich finde es ganz nett, wenn man mal ab und zu nicht weiß, habe ich eigentlich die oder die Technologie oder nicht. In den meisten Fällen weiß ich es, aber ab und zu schadet es nicht mal nachzuschauen. Also das alles war jetzt unter Benutzeroberfläche. Bei Grafik können wir das relativ schnell abhandeln eigentlich. Ich habe da die absolut maximale Rauszoomstufe gewählt, um möglichst viel vom Bildschirm zu sehen. Hängt natürlich sehr stark auch von eurer Auflösung ab. Also ich habe hier die HD-Auflösung, die an meinen Bildschirm eben passt. Wenn ihr einen 4K-Bildschirm habt, dann wollt ihr natürlich was anderes auswählen höchstwahrscheinlich und auch wahrscheinlich eine andere Zoomstufe auswählen, damit es nicht zu klein bei euch alles aussieht. Aber ich habe es gerne groß und weit und sehe gerne so viel wie möglich von meinem Reich. Und wenn ich ein bisschen mehr sehen muss von so einem Gefecht oder so, dann suche ich einfach mit dem Mausrad rein. Ähnliches gilt hier für das FPS-Limit, also für die Frequenz, die an Bildrate. Das heißt schlecht formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach Frames per Second. Ich erreiche nahezu nie 120 und hier mit dem Aufnahmeprogramm habe ich zum Beispiel auch nur 30 eingestellt. Das heißt, selbst wenn ich hier 120 im Spiel erreichen würde, würdet ihr nur 30 zu sehen bekommen. Mein Computer ist nicht so gut, was das angeht. Von daher, ich erreiche diese Zahl sehr selten. Aber ja gut, das schaltet halt ein, wie euer Computer es zulässt. Bei der restlichen Grafik habe ich eigentlich alles ausgeschaltet oder auf Minimum gestellt, weil ich das Spiel tatsächlich auf Minimum deutlich schöner finde als auf Maximum. Diese ganzen Sachen, wie jetzt Blumen vor allem, finde ich, ist mit das Hässlichste, was die letzten 20 Jahre an Gaming-Grafik hervorgebracht hat. Das ist wirklich ganz furchtbar. Das hat so einen komischen Glanzeffekt auf so Licht, viel zu intensiven Lichteffekt auf allen möglichen Sachen im Spiel. Das sieht wirklich furchtbar aus. Und den Nebel finde ich auch wirklich grausig und ich finde, das Spiel sieht auf niedrig tatsächlich am besten aus. Deshalb habe ich einfach alles so niedrig wie möglich eingestellt und habe mir das Blut noch eingeschaltet. Aber ansonsten, ich finde, das Spiel sieht so am besten aus und auch die verbesserte Grafik finde ich persönlich nicht sehr zielführend. Die verringert auch die maximale Zoomstufe tatsächlich, deshalb habe ich es auch nicht installiert. Also hier einfach alles auf Minimum quasi. Audio ist natürlich nicht so relevant, aber da habe ich alles auf 12%. Das liegt auch daran, dass mein Mikrofon nicht ganz so krass aufgenommen wird von meinem Laptop oder von meinem PC halt. Und dass ich deshalb das Spiel, wenn ich aufnehme, niedriger haben muss, damit das Ganze vom Pegel einigermaßen stimmt. Aber macht das halt so, wie das bei euch am besten passt. Soundcheck, das ist einfach nur, wann welche Musik abgespielt wird. Das könnt ihr natürlich euch ein bisschen genauer anschauen. Da stehen auch Beschreibungen hier unten rechts, wenn ihr darüber geht. Und dann könnt ihr aussuchen, was euch da gefällt. Jetzt zu guter Letzt beim Spiel. Ich habe die aggressive Einheitenhaltung eingeschaltet. Das heißt einfach, dass wenn meine Einheiten ausgebildet sind, dass sie dann standmäßig auf aggressiv stehen. Wenn man das ausschaltet, sind sie auf defensiv. Also es ist einfach Geschmackssache. Ich persönlich habe sie halt auf aggressiv, aber ich halte das jetzt nicht für so wichtig. Was ich am ehesten für wichtig halte, ist hier die automatische Feld- und Reusenerneuerung auszuschalten im Menü. Sonst ist sie nämlich standardmäßig eingeschaltet im Spiel. Und die wollt ihr eigentlich erst einschalten, wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr damit leben könnt, dass konstant euer Holz verpfeffert wird. Solltet ihr euch nicht angewöhnen, das die ganze Zeit einzuschalten, sondern das ist eher was fürs Mid-to-Late-Game. Also nichts, was ihr frühzeitig einschalten solltet, einfach weil es viele Situationen gibt, in denen ihr euch das Holz sparen wollt und die Felder eben nicht neu einsehen wollt. Objekt Highlights ist einfach, dass wenn man mit der Maus über etwas drüber geht, dass es dann so ein bisschen leuchtet, dann weiß man eben genau, wo welches Objekt ist gerade quasi ausgewählt. Ich persönlich finde es einfach sehr, sehr störend, aber es gibt auch viele Leute, die das gut finden. Macht es einfach so ein, wie ihr möchtet. Nur drüber fahren ist das, was ich am häufigsten sehe, aber es gibt auch Leute, die das anders einstellen. Ich persönlich finde es nicht so gut, deshalb lasse ich es weg. Gesundheitsleisten, das ist natürlich auch verbunden mit dem, was ich mit der Farbe in der Benutzeroberfläche angezeigt habe. Da ist einfach, werden die, das könnt ihr unten rechts auch nochmal sehen, also ich habe auf Standard, das heißt, bei mir werden die Gesundheitsleisten über den Einheiten nur dann angezeigt, wenn die halt verletzt sind. Und klassisch gibt es auch nur, dass halt nur ausgewählte Einheiten angezeigt werden und immer zeigen, dann wird es einfach konstant angezeigt. Ich finde immer anzeigen sehr, sehr störend, weil dann wirklich der ganze Bildschirm voll mit Lebenspunktenanzeige ist.
Ressourcenleiste bei Ernte ist quasi einfach, dass die Lebenspunkte der Rohstoffe, dann sieht man auf den ersten Blick ungefähr, wie viel Gold ist noch auf einem Stück Gold oder wie viel Holz hat dieser Baum noch. Muss aber nicht sein, das ist, denke ich, auf jeden Fall mal Geschmackssache. Spielgeschwindigkeit ist im Online-Spiel sowieso oft normal. Ich habe es jetzt auf schnell, wenn ich im Singleplayer spiele, aber es ist auch Geschmackssache. Gebäuderadius ist ein Kreis quasi, der um bestimmte Gebäude mit Reichweite, also zum Beispiel Bogen oder Dorfzentren oder Türme, angezeigt wird auf dem Spielfeld, damit ihr einschätzen könnt, wie weit die Pfeile von diesem Gebäude ausschießen. Ich persönlich finde, das sieht extrem hässlich aus und ich kann es nicht leiden. Ich finde es persönlich auch nicht besonders sinnvoll. Also ich habe es mal probiert, ich finde es nicht besonders hilfreich. Deshalb habe ich es auf nie anzeigen. Aber auch da gibt es natürlich Geschmäcker. Da kann man diese Farben auch noch an die Spielerfarbe anpassen, aber für mich dann, wie gesagt, irrelevant. Crossplay aktivieren bedeutet nur, dass ich halt als Steam-Spieler auch mit den Leuten spielen kann, die das Ganze über den Microsoft Store spielen. Würde ich in jedem Fall eingeschaltet lassen, außer wirklich einen guten Grund, das nicht zu tun. Das erweitert einfach die Anzahl an Spielern, mit denen ihr potenziell zusammenspielen könnt. Dann bei der Steuerung. Neues Wegpunktverhalten würde ich auf jeden Fall einschalten. Das bedeutet einfach, im alten Spiel war es so, wenn ihr mit einer Einheit Wegpunkte gesetzt habt, also das kann ich gleich im Spiel vielleicht auch mal kurz vormachen, dass ihr zum Beispiel euren Scout auswählt und dann die Shift-Taste gedrückt lasst und mit der rechten Maustaste so einen Kreis um euer Dorf herum ablaufen lasst, damit der eben da langläuft, dann musstet ihr in der Originalversion am Ende die Shift-Taste loslassen und noch einmal irgendwo anders mit Rechtsklick hinklicken, um das quasi zu bestätigen. Warum das so war, kann ich nicht beantworten, es war aber so. Das neue Wegpunktverhalten ist, dass der Scout anfängt, diese Schleife abzulaufen, ohne dass ihr quasi so den letzten Bestätigungsklick noch machen müsst. Das heißt, ihr haltet einfach die Shift-Taste gedrückt, lasst den Scout einen Kreis laufen und das ist alles, was ihr machen müsst. Deshalb, ich würde es auf jeden Fall so eingeschaltet lassen, das Alter hat keinerlei Sinn ergeben. Ein Quartier mit Rechtsklick würde ich auf jeden Fall ausgeschaltet lassen, das limitiert auch eure Optionen. Dann ist jedes Mal, wenn ihr eine Einheit ausgewählt habt und die über einem Militärgebäude, das ein Quartier zulässt, drüber hovert, dann gibt es euch die Option, da einzuquartieren. Ich würde das auf jeden Fall mit einem Hotkey machen, ansonsten kann es oft passieren, dass ihr einfach außersehen Einheiten einquartiert, die nicht einquartiert werden sollten. Und ihr habt nicht die Option, zum Beispiel mit dem Dorfbewohner auf einem Dorfzentrum Ressourcen abzuliefern, ohne ihn einzuquartieren. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Vereinfachte Militäreinheitenauswahl. Das wirkt einfach, dass wenn ihr quasi an einer Stelle Dorfbewohner und Militär habt, dass ihr dann, wenn ihr da so eine Box drum zieht mit einem Linksklick, dass ihr dann nur die Militäreinheiten auswählt. Fände ich persönlich nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt, aber wer es mag, soll es machen. Außenindikator Hotkeys auf jeden Fall eingeschaltet lassen. Das bewirkt, dass man zum Beispiel, das ist im Prinzip das, was die vereinfachte Militärauswahl auch machen könnte, aber damit finde ich es eben besser, dass ihr eben durch die Tasten Steuerung und Alt auswählen könnt, welche Einheiten ihr ausgewählt haben möchtet. Also wenn ich jetzt mit Steuerung um eine gemischte Gruppe gehe, dann habe ich nur Militär. Wenn ich auf Alt drücke, dann habe ich nur zivile Einheiten. Also das ist quasi die verbesserte Version, wie ich finde. Zur Gruppe hinzufügen mit Umschalttaste, das betrifft Steuergruppen. Wenn ich also gerade eine Steuergruppe von 5 Rittern habe und einen 6. Ritter in diese Steuergruppe machen möchte, dann drücke ich einfach, also ich habe die zum Beispiel auf der Gruppe 1, dann wähle ich den 6. Ritter aus, nur den 6. Ritter und drücke Umschalt 1, dann kommt er eben zur Gruppe 1 und das war's auch schon. Doppelklick auf Dorfbewohner, das ist etwas, das mir persönlich extrem geholfen hat, denn es ist ja standardmäßig so, wenn man auf eine Einheit, egal welche, doppelt draufklickt, dann werden alle Einheiten dieser Art im Bildschirm, die gerade angezeigt werden, ausgewählt. Und was bei mir und auch bei vielen anderen Spielern oft passiert ist, ist, dass wenn man da doppelt, dass man aus Versehen mal einen Dorfbewohner doppelt klickt und dann anstatt mit einem Dorfbewohner ein Haus zu bauen, mit 30 Dorfbewohnern ein Haus baut und die ganze Wirtschaft ist quasi erstmal für 20 Sekunden her im Eimer. Also ich habe dadurch jetzt durch diese Option nur unter die Dorfbewohner auswählen, das so gemacht, dass nur die gerade nicht arbeiten, davon betroffen sind. Hat auch seine Nachteile, aber ich persönlich finde es so am besten, um diese katastrophale Missklick-Aktion zu vermeiden. Scrollgeschwindigkeit hängt sehr, sehr stark von eurer Spielgeschwindigkeit auch ab, also wie schnell ihr tatsächlich aktiv seid und hin und her wetzt zwischen verschiedenen Punkten auf der Karte. Ich würde es nicht zu niedrig einstellen, weil dann braucht ihr wirklich Ewigkeiten, um hin und her zu kommen. Ich habe viel rumprobiert, finde so um 60% für mich persönlich am besten, aber das ist auf jeden Fall Geschmackssache. Scrollwiderstand und Scrolltaste klicken und ziehen würde ich beides auf jeden Fall wegmachen, das ist kompletter Murks. Das bewirkt, dass ihr aus Versehen auch mal mit anderen Tasten auf dem Bildschirm rumziehen könnt und das kann sich mit anderen Befehlen im Spiel beißen, also macht das auf jeden Fall weg, das ist kompletter Unfug.
Hotkeys, da habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Das würde jetzt auch sehr weit führen, wenn ich das nochmal ansprechen würde. Falls euch das interessiert, habe ich das natürlich auch nochmal verlinkt. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung finden. So, das war schon mal ein ziemlicher Aufsatz hier. Ich habe irgendwas geändert, das lassen wir weg. Jetzt kommen wir mal zu den Mods. Da habe ich jetzt mal einfach alle Mods, die ich gerade nicht, also die ich mal irgendwann installiert, aber jetzt gerade nicht ausgewählt habe, auch mal nach unten geschoben, damit ihr nur die seht, die ich tatsächlich auch als sinnvoll und wichtig erachte. Erstmal, die Bäume im Spiel sind standardmäßig extrem groß, dadurch kann man manchmal Einheiten dahinter nicht gut erkennen oder seine Stadt nicht gut planen. Deshalb spielen die allermeisten Spieler online mit einer Version, in der die Bäume kleiner sind. Und ich habe hier den Selected Small Trees with Grid Shadow Mod, seht ihr gleich im Spiel auch. Das bewirkt einfach, dass alle Bäume deutlich kleiner sind, das sieht man einfach alles besser. Und die haben auf der Kachel, auf der sie stehen, ist so eine Art Schatten, also ist es ein bisschen dunkler, seht ihr gleich auch im Spiel. Das macht es einfacher zu erkennen, wo das Spiel diesen Baum registriert und wo das aufhört. Das macht es zum Mauern und allgemein Bewegen deutlich einfacher. Und gibt davon auch eine Version, die sehr beliebt ist, wo alle Bäume genau der gleiche Baum sind. Das finde ich persönlich ein bisschen hässlich, ehrlich gesagt. Deshalb habe ich hier diesen Selected Small Trees, wo einfach alle Baumversionen mit drin sind. Vom gleichen Modder hier Better Resource Panel. Da seht ihr auch den Vergleich hier gerade. Hier oben ist Standard. Das hier ist das Verbesserte. Das sind einfach die Zahlen oben in der Ressourcenanzeige ein bisschen größer und die Anzeige für unter die Dorfwohner ist groß und rot, sodass man das auf jeden Fall früh sieht. Finde ich einfach deutlich übersichtlicher und angenehmer zum Anschauen. Normal Plants ist sehr gut zusammen auch mit dem Small Tree Mod. Das ist einfach, das macht einfach die ganze kleinen Vegetation, so kleine Büschchen, die auf der Karte verteilt sind, weg, die sich ein bisschen ähnlich wie Bäume aussehen. Also die suggerieren, dass man da draufklicken könnte, aber es ist wirklich nur Deko. Und ich persönlich finde es besser, wenn man die nicht drin hat, weil das sich mit den kleinen Bäumen teilweise so ein bisschen beißt und man dann denkt, das könnte so ein kleiner Baum sein, der irgendwo steht. Finde ich persönlich nicht notwendig, deshalb habe ich diesen Mod, damit das nicht mehr drin ist. Dann Always Red Color ist tatsächlich mein eigener Mod. Habe ich auch in meinem Video vorgestellt. Das ist wirklich eine ganz persönliche Vorliebe. Da ich die Farbe Rot mit Abstand am liebsten spiele, mache ich das, habe ich hier einen Mod, mit dem ich eben die Teamfarben ersetzt. Also Teamfarben bewirkt ja, dass wenn man, egal welche Farben man gerade hat, man drückt die Tastenkombination, die Hotkeys für Teamfarben. Standardmäßig ist Alt-G, ist bei mir auch noch so eingestellt. Und dann, wenn man das drückt und den Teamfarbenmodus einschaltet, dann ist der Spieler, also man selber, blau, alle Feinde sind rot und alle Verbündeten sind gelb. Und in diesem Mod habe ich das einfach so eingestellt, dass wenn ich im Hauptmenü die Rotseeschwäche einschalte, also als den Farbenblendmodus für Rotseeschwäche, dass dann einfach der Farbenblendmodus mit die gleichen Farben wie sonst auch sind, außer dass Farbe 1 und 2 vertauscht sind. Das heißt, wenn ich Alt-G drücke, bin ich immer der rote Spieler. Das ist der ganze Effekt. Und das mache ich, wenn ich online 1 gegen 1 spiele und ich immer rot spielen möchte, dann schalte ich das ein. Und so kann ich immer meine Lieblingsfarbe spielen. Das ist natürlich eine ganz persönliche Vorliebe. Das ist auf jeden Fall nichts, was jeder Spieler unbedingt braucht. Fish Borders, das macht einfach einfacher, die Fische auf Wasserkarten zu sehen, weil die dann so eine kleine Umrandung haben. Und dann kann man da besser drauf klicken, die besser erkennen. Huge Number bedeutet einfach nur, dass die Steuergruppen, die man zuteilt, dass die größer sind. Dann kann man immer das ein bisschen genauer erkennen. No Ambers und No Intro sind Hauptmenü-Angelegenheiten. Also Intro, dann ist auf das ganze Intro, wenn man das Spiel startet, weg. Finde ich angenehm, dass man sich das nicht jedes Mal angucken muss und nicht wegklicken muss und sowas. No Ambers ist einfach diese kleinen Partikel, die könnt ihr hier auch sehen, die ab und zu durch den Bildschirm fliegen, die die Leistung ein bisschen runterkriegen, unterdrücken vom Spiel und die ich persönlich nicht so sinnvoll finde. Habe ich auch rausgenommen. Original Sounds, Units Only, bedeutet einfach, dass meine Einheiten die Sounds aus der Original-CD-Version haben, also die Militäreinheiten und die Dorfwohner. Ich finde die einfach persönlich besser. Gibt es auch Versionen davon, noch für Gebäude und alles mögliche andere. Persönlich fand ich jetzt die Einheiten-Sounds am wichtigsten und ja, die habe ich halt vermisst, da habe ich mir das eingeschaltet. Clickable Felt Trees ist auch eine sehr kleine Angelegenheit. Ihr seht einfach, dass die umgeknickten Bäume, dass die Grafik da ein bisschen reduziert ist, damit klarer wird, wo tatsächlich dieser Baum ist. Das heißt, hier seht ihr den Vergleich. Das hier wäre ein original umgeknickter Baum. Da kann es mal sein, dass man denkt, hier könnte man noch hinklicken, um den Baum anzuklicken. Aber der hört tatsächlich schon hier auf. Also da, wo dieses ganze Krümmelige an der Seite ist, das ist einfach nur eine Grafik. Das gehört gar nicht mehr zum Baum. Und das macht es ein bisschen einfacher, umgeknickte Bäume präzise anzuklicken. Und den hier finde ich besonders gut. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber immer mal wieder, wenn neue von diesen 1000 Events hier anstehen und man
Sachen freischaltet aus Versehen, dann sind die ganzen offiziellen Mods immer eingeschaltet. Und dieser Mod hier überschreibt die einfach alle. Das heißt, wenn man den anhat, dann ist alles, was hier drunter geordnet ist, dauerhaft inaktiv. Selbst wenn das Spiel einem diese ganzen Mods, die man gar nicht haben will, auf sie aufdrückt, dann sind die quasi überschrieben und man hat seine Ruhe vor dem ganzen Gedöns, das man nicht haben will. Ja, dann gehe ich mal ganz kurz ins Spiel, um ein paar von den Sachen zu demonstrieren. Ich habe hier mal so ein Szenario quasi eingestellt, wo wir ein paar mehr Sachen sehen können. So, ihr seht hier schon, das sind diese Spielfeldkacheln, von denen ich gesprochen habe. Wenn man die ein bisschen dunkler einstellt, wird es natürlich auch sichtbarer. Und hier seht ihr dann auch, wie das mit den Bäumen zusammenkommt. Dadurch ist klar, bei Hügeln ist es immer ein bisschen schwierig, da es nun mal ein 2D-Spiel ist. Aber hier wird dann auch klar, wo eigentlich diese Bäume ihr Gebiet haben, sozusagen. Und wenn ich mal ein Felden gehe, dann wird es auch klar. Dann baue ich mal hier noch kurz Sachen, damit ich die Militärgebäude auch, die Militärgeräusche zeigen kann. Wie heißt nochmal? Ah, Aegis heißt es, ne? So, da haben wir es doch. So, und jetzt seht ihr hier, ist auch der Baum genau nur in diesem Bereich, da, den ich hier gerade gefällt habe. Und das ist jetzt zum Beispiel der Sound von dem Reiter. Gut. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend, würde ich mal behaupten. Hier seht ihr die Anzeige. Jetzt habe ich ja auf unendlich Ressourcen gestellt, um halt ein paar Sachen im Zweifel zeigen zu können. Hier werden mir dann unter den Dorfwohner angezeigt. Das mache ich natürlich über meinen Hotkey. Das ist ein bisschen angenehmer. Hier seht ihr meine Scrollgeschwindigkeit, mit der ich hier hin und her gehe. Dann wollte ich mal kurz demonstrieren, wie das mit dem Wegpunktverhalten war. Also jetzt habe ich natürlich das neue Wegpunktverhalten eingeschaltet. Das heißt, jetzt kann ich einfach so einen Kringel machen. Ich habe einfach die Shift-Taste gedrückt gelassen. Und wenn ich das alte Verhalten einschalten würde, dann würde das so funktionieren. Ich setze hier diese Fahnen, aber wie ihr seht, läuft er noch nicht los. Dann müsste ich jetzt einmal Shift loslassen und sonst wohin klicken und jetzt läuft er die DS ab. Also ist es nicht besonders sinnvoll. Also ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, hier die neuen Wegpunktverhalten einzuschalten. Ja, ich denke mal, das sind die wichtigsten Mods. Von denen sind einige natürlich auch Geschmackssache. Viele von den Einstellungsmöglichkeiten sind ebenfalls Geschmackssache. Ich hoffe aber, dass das den einen oder anderen von euch noch ein bisschen inspirieren kann. Vielleicht, jetzt habe ich eine Sache vergessen. Das mit dem Farbenblind-Modus wollte ich noch zeigen. Wie ich das mit einer Spielerfarbe eben mache. Also ich habe ich habe die Farbe 5 eben ausgewählt. Wenn ich auf Teamfarbe gehe, dann ist man blau. Die eben, standardmäßig eingestellt. Und jetzt mache ich mal wieder Teamfarbe aus mit meinem Hotkey. Gebe mir eine Option. Der Mod ist wie gesagt eingeschaltet und alles, was ich tun muss, um es zu aktivieren, ist hier den Farbenblindmodus auf Rotblindheit zu schalten. Da habe ich das eingestellt und jetzt, wenn ich jetzt auf Teamfarbe gehe, bin ich rot. Und das ist eigentlich auch schon der ganze Trick. Ja, das wollte ich eigentlich noch zeigen. Wie gesagt, ich hoffe, der ein oder andere von diesen Mods ist für euch nützlich oder zumindest interessant. Falls ihr noch was von meinen Spieleinstellungen oder sonstigen Präferenzen wissen wollt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.